Hast du letzte Nacht den Wettlauf der Parther gesehen? Darius ist Garant wie eine Gazelle. Juden besuchen keine Wettläufe. Dein alter Freund Simon hat früher selbst die Wetterwellen geführt. Wir sind keine Freunde. Der Nächste? Na schön, gut. Du warst also nicht bei dem Wettlauf. Bist du zu Hause gewesen? Ich habe meine Mutter besucht. Komm mir bloß nicht damit. Hat sie gefragt, wann du ihr Enkelkinder schenkst? Nein, hat sie nicht. Ich dachte, deine Eltern reden nicht mit dir. Ich hatte Fragen, die sonst keiner beantworten konnte. Eine Mutter mit einem talentierten Sohn wie du ist bestimmt stolz. Sie beschämt nur, wie ich mein gottgegebenes Talent nutze gegen Gott. Nächster. Du bist gut in etwas und du kannst damit dein Geld verdienen. Ganz einfach. Muss schön sein, in einer so einfachen Welt zu leben. Wir leben in derselben Welt, Matthäus. Der Nächste. Davon abgesehen, was sonst könnte jemand mit deinem Verstand machen? Matthäus! Matthäus, Sohn des Alpheus. Ja? Komm mit mir. Ich? Ja, du. Wow, 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 warte. Was soll das? Du willst, dass ich dich begleite? Geh weiter, Straßenprediger. Weißt du überhaupt, was er getan hat? Kennst du ihn überhaupt? Ja. Hör zu! Ich sag dir so. Was tust du da? Was wird denn das hier? Gaius, lass mich gehen. Bist du verrückt? Du hast Geld. Quintus, beschützt dich. Kein Jude lebt so gut wie du. Das willst du alles wegwerfen. Ja. Ich versteh's nicht. Du hast auch nicht verstanden, dass ich dich wählte. Aber das ist was anderes. Ich bin kein Steuereintreiber. Gewöhn dich an anders. Zum Glück sind wir hier vorbeigekommen, Matthäus. Ja. Sollen wir los? Wir müssen heute noch ein Fest vorbereiten. Das wirst du bereuen, Matthäus. Wofür ist die Schreibtafel? Ich habe sie einfach so mitgenommen. Ich kann sie zurückbringen. Behalte sie. Du findest sicher eine Verwendung dafür. Wohin gehen wir? Zu einem Festmahl. Ich bin bei Festmahl nicht gerne gesehen. Nun, heute Abend wird das kein Problem sein. Du bist der Gastgeber. Und jetzt stell dir vor, das war erst eine der Szenen von Staffel 1. Mittlerweile haben wir 4 Staffeln produziert und wenn alles gut läuft, kommt jedes Jahr eine dazu bis Staffel 7. The Chosen ist die erste serienbasierte Verfilmung vom Leben Jesu, die auf der Bibel und auf historischen Quellen beruht und die von Dallas Jenkins, vom Macher der Serie, durch verschiedene Storytelling-Aspekte erweitert wird. Man könnte also sagen, es ist die am besten recherchierte und am besten präsentierte Predigt unserer Zeit. Wenn ihr die Serie schon kennt, es würde mich total interessieren, welche Szene aus der Serie ihr noch feiert, außer der, die wir gerade gesehen haben. Und falls ihr die Serie noch nicht kennt, würde mich total interessieren, wie kommt ihr auf dieses Video? Und wie findet ihr die Szene, die ihr gerade geschaut habt? Von daher schreibt es gerne in die Kommentare, uns wird es interessieren. Und wir wollen euch eine Möglichkeit geben, diese Serie zu unterstützen. Es gibt verschiedenste Möglichkeiten, gerade ab dem 10. September sammeln wir für 4 Wochen zum Beispiel Geld für die Synchro von Staffel 3. Ihr habt es gerade gesehen, die Serie ist auf Deutsch, das kostet uns Geld. Aber nach dem Oktober geht es auch weiter. Ihr könnt über den Link, den ich euch unten reingestellt habe, diese Serie immer weiter unterstützen und immer wieder an diesen Kampagnen auch für den deutschen Markt dabei sein. Schaut gerne mal im Shop vorbei. Wir haben verschiedenste Designs an dem Merch. Das ist immer schön, das ins Gespräch zu kommen mit den Leuten. Kommen und sie selbst, das ist eins von den Designs. Es gibt verschiedenste. Wir arbeiten gerade an einem neuen Design für Staffel 3. Als dritte Option, werdet Teil von unserem Spiegel-Bestsellerliste-Run. Seitdem wir im August 2021 die erste Staffel veröffentlicht haben, sind wir immer wieder auf Spiegel-Bestsellerliste Staffel 1, Platz 1. Genau, von daher kauft die DVDs, sind auch ein super Geschenk. Und damit genug von mir.
und auf zur nächsten Szene.